das für Blöcke? Das sind Truhen. So triple 30.000. Hier musst du, Okay, warte, ich check jetzt erstmal, ob das eine... Kann ich an der Seite sehen? Das sieht mir nach einer, Trapped Chest aus. Damit könnte man eine brüchige Wand zerstören. Ich habe TNT gefunden. Gilt das hier als brüchige Wand? Wir gehen mal zurück. Da hinten gibt es vielleicht noch eine brüchigere Wand. Die sind alle brüchig wie Sau. Was war hier? Konntest du da nicht hoch? Nee, aber das hier sieht mir das, ja, brüchig aus. Ja, setz mal rein. Die ist bestimmt schon gepowert. Bam, bam, bam. Oh! Oh! Bam! Cool, cool. Ah, ja, die gefällt mir so. Also, von der Story ist jetzt nicht viel rübergekommen am Anfang so. Man wurde da richtig reingeworfen und hier schnell, schnell. Aber so beginnen ja auch manche Filme. Und bis jetzt bin ich hier richtig klasse unterhalten so. Ja. Kann man auch... Ist auch da hinten ist wieder eine brüchige... Schnelles Gameplay. Ja, genau. Vergiftet mich, ihr Scheißviecher. Ich kack gleich ab. Ah, ich falle. Ich falle gleich, ich falle gleich. Oh, ich hab hier sind mehrere Stellen, die irgendwie für TNT geeignet zu sein scheinen. Oh, ich habe nur noch ein Herz. Ich bin fast gesterbt. Ich hab nur noch 3,5... Ja. Hunger. Okay. Oh, da rechnet man auch nicht mit, ne? Das ist... Ich dachte eigentlich, als die Wand explodiert, dass da gleich eine Horde rausrennt. Okay. Sie manifestiert sich aus den Bruchstücken. Ja, wir müssen da die Treppe hoch. Wer hätte das gedacht? Oh, schön geräumige Höhle, ne? Nicht so doof eng. Gefällt. Ja. Jetzt kickt mich hier ein Skelett oder so runter. Hier sind drei Hebel. Ja, drücken wir mal den mittleren, oder? Ja, okay, ich würde sagen, wir müssen die da anhalten, dass das irgendwie eine Reihe bildet. Ja. Teste mal kurz, was links macht. Okay. Ah, wir machen mal alle an. Oh, ich glaube, wurde dir gerade was rausgeschoben? Die Treppe da, ich glaube, das ist nicht gesund gewesen. Okay, warte mal. Was hatte die mittlere Linie gemacht? Der mittlere macht Mitte und oben. Der rechte macht nur Mitte. Nee, unten und Mitte. Ja, aber unten. Aber da kommt nichts nach. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Was war jetzt nur Mitte? Moment. Oh, jetzt haben wir beide gedrückt. Der war nur unten, obwohl, aber der bewegt sich nicht weiter. Das heißt, wir müssen. Oha. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Was machen wir jetzt? Wir schneiden einfach mal kurz und hoffen, dass wir es repariert kriegen. Und da sind wir wieder. So, wir müssen jetzt ein bisschen intern hinter der Schaltung reparieren. Im Grunde, wir gehen davon aus, dass nicht alle drei Sachen geöffnet wurden, gleichzeitig öffnen. Das kann ja der Krozi mal in die Beschreibung packen. Auf jeden Fall scheint hier irgendwie die Schaltung raus, hier von diesem Ring. Das waren ja solche Anzeigen, die durch so einen Kreislauf gehen. Und ja, der scheint sich irgendwie selbst zerstört zu haben durch unsere hastige Hebelitis. Und wir haben jetzt einfach hinten, überall, wo ein Output war, haben wir jetzt einfach die Steine dran gemacht. Ich gehe mal davon aus, man hätte da irgendwie ein bestimmtes Muster machen müssen, dass alle links in einer Reihe sein mussten. Dann hat sich der weggezogen.
in der Mitte einmal und rechts einmal. Ja. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Verzeiht uns, dass wir jetzt so das machen mussten, aber sonst hätten wir wahrscheinlich das Video gar nicht weitermachen können. Wir öffnen einfach mal die Truhen. TNT. Okay. TNT. Zwei Stück. Zwei TNT. Einer für dich, einer für mich. Ja, okay. Dann habe ich drei. Oder hier nimm. So. Und jetzt? Ah, da waren überall Löcher in der Höhle. Klar. Gehen wir mal dahin. Ja. Rechts ist, glaube ich, der erste. Hier unten ist auch einer. Setz mal rein. Dämmung! Das macht wahrscheinlich den Rückweg frei. Ich glaube, das sollte mehr kaputt gemacht haben. Ich komme nicht mehr raus. Ach so. Ja, was, wenn du da jetzt runterspringst? Oh, ich habe hier noch ein. Warte, den muss ich wegwerfen. Das war eben von reparieren. Ja, ja, ich komme aber trotzdem nicht mehr raus. Also ja, wenn du da jetzt mach schon mal den nächsten auf. Ich komme wieder hoch. Okay, war denn der? Ah, hier direkt daneben. Okay, der ist offen. Wollen wir erstmal da rein oder sollen wir alle... Lass erst alles öffnen, was ging. Hast du noch TNT? Geh mal hier rein. Ich hab noch einen. Okay. Ist hier auch noch lang. Da oben ist noch einer. Ja. Moment, ja, vielleicht sind hier auch einfach nur Schätze. Ja. Gehen wir mal hier in den als erstes. Ah, cool. Iron Chestplate, Iron Leggings. Ich nehme mir mal 16. Und du nimmst dir mal 16. Und die Hose kannst du von uns auch haben. Ich hab die Hose. So, warte, ich mach mir mal kurz XP. Yeah. 6 Level. Jetzt können wir unser Shiat enchanten. Hast du deine Chainmail weggeworfen? Ja, ich habe das Oberteil ja bekommen. Ja, ach nee, hier. Stärke, Glück, Feuerschutz. Ich hab Knockback 1 auf mein Bann. Auf mein Diamantschwert. Naja, gut. Wird schon schief gehen. Ja. Wir spielen leider zu wenig Survival, dass wir so ganz so Ahnungen haben von dem ganzen Zeug. Ja, komm, lass den jetzt hier links nehmen. Stimmt auch nur. 3 enchantete Bücher, ja super. Alle Level verbraucht. Okay. Ich habe auch nur noch Level 1. Da kommen wir her. Ich glaube, da oben ist noch ein Loch. Kommen wir denn da rauf gleich? Egal. Vielleicht geht's ja hier. Du hast das letzte TNT, ne? Ja. Okay. Aber geiles Schieberätsel. Wir haben es nur leider zerstört. Da ist ein Hebel. Da gehen wir mal rein. Gott. Und ein Knopf. Ja, drück den Knopf mal, aber ich glaube, hier kommen gleich Viecher. Mach mal hier den Hebel. Aha. Was soll das denn jetzt? Vielleicht muss die komplette Melodie erklingen. Das soll denn, die Zelda-Map. Jetzt Zelda-Mucke. Warte, ich hab's gleich. Ja, das war die doch. Nein, da fehlt der letzte Ton. War ja mehr als genug. So, hier geht's weiter. Wo geht's weiter? Also, nee, oder hier da kommen wir her, ne? Moment, jetzt geht's nicht mehr. Also, hier ist irgendwas passiert. Ja, haben schon richtig gemacht. Okay.
Da hinten ist Wasser. Jo. Wasser! 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 Wie kommen wir zu dem Wasser? Läuft. Ah ja, normal. Bridge. Bridge, Beach. Überholt. Ah, hier ist das letzte TNT. Das sprengt hoffentlich jetzt den Weg frei zur Brücke da. Piu, piu! Das war die Höhle von dem Enchantment. Ja, ja, ja. Cool, 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 cool. Aha! Okay. Wir sind draußen. Wir sind am Giapfel. Lass uns gleich auf jeden Fall mal runterrennen, wenn wir es gleich nicht sowieso müssen. Gucken, was auf der Hinterseite des Baumes ist. Vielleicht ist da noch was mehr heiliger Schiertkram. Ja. Oh, ich muss was essen. Ich auch. Und plötzlich konnte ich nicht mehr rennen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... ich habe bald nichts mehr zu essen. Auch nicht. Aber wir können später was kaufen in der Burg. Und ich habe Weed da aufgesammelt. Im Garten war ja in der Truhe Weizen drin. Ja. So. Der Wurm, wenn ihr den Katapult, was? Endgegner-Attacke! Ins Gesicht, Mann! Oh, jetzt bin ich tot. Ich komme. Achso, ich bin direkt hier. Ich hab noch, 2 Herzen jetzt. Oh Scheiße, der Wurm. Das ist Human Centipede, Mann. Noch 3 Herzen. Und oben ist ein Schwein. Und mit einem Hebel. Der Hebel ist auf dem Vieh. Stöpsel, das ist Stöpsel. Ja, abhaken, hack ihn ab, los. Das war genau. Jetzt! Mano! Oh Mensch! Wo ist der Hebel? Weg, Moment. Hast du ihn im Inventar? Nö, aber eben ritt er da doch noch drauf. Das war doch ein Hebel, oder nicht? Ja, habe ich auch gedacht. So. Ja, Goran, dann finde mal ganz zufällig einen Hebel in deinem Inventar. Der war da. Da können wir jetzt auch nichts für. Was ist da los, Kruzi? Was ist da los? Oh, wo war der denn? Ich hoffe, der funktioniert. Doch. Das war jetzt. Guck mal hier. Ich wurde getroffen! Merke. Oh Gott. Okay. Ich hab mich selbst getötet. Gute Arbeit, ihr habt die Untoten aus ihrem Lager vertrieben. Damit sollte hier dann wieder Frieden einkehren, zumindest vorerst. Oh, hier ist schon ein Schild. Vielen Dank für das Spielen meiner Map. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Feedback ist natürlich immer gerne gesehen. Gebaut von Kruzi. Der sieht so aus. Ah, wir sind hier, wir sind in dem Bergfest. Ja, ich glaube, irgendwie die Kisten, die werden irgendwie nicht richtig dargestellt, warum auch immer. Oder der ist. Nee, warte, unsere Skins werden dargestellt. Ich wollte gerade sagen, die Skins haben wir sozusagen. Also ich fand so von den Mechanismen und von diesem Spielablauf fand ich das auch eine. Jetzt, wenn man alle Maps aus der Vergangenheit, auch aus den vergangenen 2 Jahren mal sieht, die wir jetzt gespielt haben, fand ich sehr abwechslungsreich und auch innovativ. Ja, noch einmal Resümee ziehen, die Blume war da. Stöpsel war da, der Magier war da. Ja, wo waren der Magier? Ach ja, der verrückte Prof hier, ja. Der verrückte Professor. Der Baum war da. Wo ist der Regenbogen? Also ich hab ihn... Am Anfang stand da, ich weiß gar nicht, da stand am Anfang diesmal jetzt mit Regenbogen. Ja, so, ja, vielleicht war der irgendwo am Horizont. Wir haben ihn nicht gesehen. Aber wenn, dann geben wir ein Trosthäkchen dafür, dass es am Start stand. Wie gesagt, war sehr schöne Map vom Spielflow her. Und beim nächsten Mal haben wir dann auch wieder hoffentlich eine ganz geile Map.
Ich weiß gar nicht von wo. Oh, 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 das ist der Regenbogen! Das ist der Regenbogen! Das ist der Regenbogen! Wo, 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 wo? Oh, du hast sie nicht mitbekommen. Wo? Wo? Wo bist denn du? Unten. Ja, komm hier hoch. Du hast alles verpasst, Regenbogen in Feuerwerksform. Was? Nochmal, nochmal, nochmal! Ah! Oh, das ist ja geil gemacht. Okay, den können wir abhaken jetzt. Alles klar. Oh, das müssen wir nochmal gucken. Aber Moment. Komm nochmal runter da. Vielleicht löst der nochmal aus. Lalalala. Oh, okay, dann doch nicht. Ah! Oh, alles klar. Das war die Adventure Map von Krozi. Sehr cool gemacht. Und mit dem Feuerwerk verabschieden wir uns auch. Tschüss.